Ein solches Resultat haben wir nicht erwartet. Мы не ожидали такого результата. Und wir sind natürlich alle sehr enttäuscht. Мы очень разочарованы, конечно. Vielleicht sogar etwas schockiert. И шокированы немного. Wir haben heute eigentlich immer gekämpft und wir sind viel gelaufen, aber wir haben ohne Intelligenz gespielt. Игроки боролись, было много, бегали много по полю, много играли, но не было, так сказать, удачи. Wir haben einfach den letzten Pass oder den Abschluss nicht gefunden. Мы никак не могли найти последний пас или хорошее завершение. Und haben dann in der Endphase praktisch nur noch unter Panik gespielt. И в конечной фазе мы пошли в какую-то панику, играли уже в паническом состоянии. Immer wieder versucht, das Tor zu erzielen und zu schießen. Пробовали забить гол. Aber es hat nicht geklappt und so klar haben wir auch nicht die Chancen herausgearbeitet. И таких четких шансов мы так и не выработали до конца. Aber ich denke, dass wir insgesamt eben nach vorn bei der Herausarbeitung von Chancen zu schwach waren. Но когда мы выходили вперед, когда мы использовали, пытались шансы, мы проявляли слабость. Eigentlich außer Alexander Chleb hat niemand versucht, mal einen intelligenten Pass zu spielen. Кроме Глеба никто особенно и не попытался, не смог дать интеллигентный пас вперед. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel sprechen nach der Niederlage heute. Я не хотел много говорить после поражения такого сегодня. Das ist immer besser, etwas ruhig zu sein, das habe ich auch der Mannschaft empfohlen. Успокоиться и команде порекомендовал. Давайте успокоимся. Das begann auf der linken Seite mit einem Fehlpass. Началось это на левом фланге неправильным пасом. Und wir haben den Pass erlaubt, die Eingabe. И мы позволили дать вот эту передачу на голову. Und dann muss man bei dem Wetter immer rechnen, dass es schwer wird für den Torwart. А при такой погоде нужно всегда рассчитывать, что для вратаря может быть сложно. Aber persönlich einzelne Spieler kann man nicht verantwortlich machen. Я не могу делать персонально отдельных игроков каких-то ответственными за это. Das ist, wäre das Schlechteste. Einen Spieler, du hast einen Fehler gemacht. Das war nicht so. Eine Kette von Fehlern. Это была цепочка ошибок. Und das in der letzten Minute. Это было в последнюю минуту совершенно. Und es gibt auch für das Resultat, ich will das überhaupt nicht entschuldigen. Я не могу таким образом, тем не менее, простить этот результат. Это не изменение. Sicher nicht mit der Einsatzbereitschaft und dem Laufen und dem Kämpfen. Die haben ja alle gekämpft, die Jungs. Конечно, мы пытались, и, видимо, это тоже можно отметить, что боролись, парни боролись, бегали, сражались на поле, но недостаточно. Aber der letzte Pass, wo ein klares Tor zählt, wird auch die Chancen in der ersten Halbzeit, die Alexander Chleb wunderbar vorbereitet hat. Последнего завершения никак не удавалось. И тот шанс, который Александр Глеб во втором периоде сделал, тоже не удалось совершить. Da muss man einfach ein Tor erzielen. Нужно достигать гола. Ich muss auch zunehmend Spieler suchen, die in ihren Clubs spielen, Stammplätze haben. Я, конечно, буду постоянно и с увеличивающейся интенсивностью подыскивать других игроков, как они играют в клубах, изучать. Dass wir ganz besonders bei den Angreifern noch etwas mehr Qualität bekommen. Нам нужно очень хорошее качество, улучшить качество нападения. Das hat mich doch heute etwas enttäuscht. Меня разочаровала сегодня эта позиция. Einzuladen? Nein. Нет. Nichts gegen die Spieler. Я ничего против них не имею. Aber im nächsten Jahr, wenn die Qualifikation beginnt, sind diese Spieler dann noch älter? Sie sind 37 und 34 und 35. So, aber dann kommt wieder eine schwere Qualifikation. Und wir verlieren ein Spiel und alle werden fragen, wir müssen wieder etwas, wir müssen brauchen junge Leute. Und wir werden dann mit diesen älteren Spielern und wir werden fragen, wo ist die junge Leute?